Artikelnummer SCP-042. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-042 ist derzeit im Minimalsicherheitspaddock 12 im Bioforschungsbereich 32 untergebracht. Obwohl es scheint, dass SCP-042 momentan nicht daran interessiert ist, einen Fluchtversuch zu unternehmen, müssen alle Sicherheitsvorkehrungen aufrechterhalten werden. Versuche, die Bodenbedeckung in Paddock 12 gesund zu halten, sind bisher gescheitert. Trotz regelmäßiger Bewässerung lässt die Anwesenheit von SCP-042 den Boden überall dort ausgetrocknet zurück, wo es hintritt. Da nicht klar ist, was mit dem Wasser geschieht, wurde das Bewässerungsprogramm als unnötig und potenziell gefährlich für den örtlichen Grundwasserspiegel angesehen und eingestellt. Die Überwachung der örtlichen Brunnenpegel und die Entnahme von Wasserproben aus dem Gebiet sind wöchentlich durchzuführen. Das Personal, das mit SCP-042 zu tun hat, einschließlich der Betreuer, des medizinischen Personals, der Fütterer und des Pflegepersonals, muss sich vor dem Betreten von Paddock 12 einer gründlichen Durchsuchung einschließlich redigiert unterziehen. Personal, das versucht, eine Waffe oder einen Gegenstand, der als Waffe verwendet werden kann, mit in Paddock 12 zu nehmen, ist unverzüglich redigiert. Das Personal muss sich einmal wöchentlich einer psychologischen Untersuchung unterziehen, nachdem es in irgendeiner Weise mit SCP-042 interagiert hat. Medizinisches Personal, das die Wunden auf dem Rücken von SCP-042 untersucht, ist stets genau zu überwachen, damit es nicht versucht, SCP-042 einzuschläfern. Beschreibung: Bei SCP-042 handelt es sich um ein Tier, von dem angenommen wird, dass es zur Gattung Equus gehört. Es besitzt weißes Fell mit einigen kleinen braunen Flecken. SCP-042 misst 183 cm bis zum Widerrist und wiegt 710 kg. Seitdem es in Foundation-Verwahrung ist, hat sein Gewicht deutlich abgenommen, was sowohl auf eine Atrophie aufgrund mangelnder körperlicher Aktivität als auch auf seine Nahrungsverweigerung zurückzuführen ist. Durch die zwangsweise Verabreichung von Flüssignahrung bleibt es zwar am Leben, aber in einem abgemagerten und schwachen Zustand. SCP-042 besitzt zwei große, knöcherne Auswüchse auf seinem Rücken, welche mit einer ehemals kräftigen Muskulatur im gesamten Rücken verbunden sind. Diese Knochen enden etwa im Abstand von 37 cm zum Rücken und ragen aus offenen, zerrissenen Wunden hervor. Bis heute konnte keine Heilung bei diesen Wunden beobachtet werden, obwohl es eine Form der Gerinnung geben muss, damit SCP-042 nicht verblutet. SCP-042s Verhalten wirkt lustlos und es reagiert nicht auf die Versuche geschulter Pfleger, Aktivitäten anzuregen. Sofern erlaubt, legt sich SCP-042 reglos auf den Boden, ohne zu essen, zu trinken oder sich zu erleichtern. Eine Schmerzreaktionskonditionierung hat sich als einigermaßen wirksames Mittel erwiesen, um SCP-042 zum Aufstehen zu motivieren, damit es gewaschen werden kann. Schlussendlich wird es aber versuchen, sich wieder hinzulegen, unabhängig von der Stärke der verabreichten Schocks, die teilweise eine Bewusstlosigkeit zur Folge haben können. Unsere Forscher sind geteilter Meinung, was den Intelligenzgrad von SCP-042 betrifft. Während einige glauben, dass es sich bei ihm einfach um ein Tier handelt und es nicht intelligenter ist als andere seiner Gattung, glauben andere, dass es in Wirklichkeit vielleicht sogar als weise angesehen werden kann. Es hat sich gezeigt, dass es Augenkontakt mit Personen aufnimmt, die Paddock 12 betreten, und die meisten von ihnen berichten, dass es einen Eindruck macht, als würde es um etwas flehen. SCP-042 war bei mehreren Gelegenheiten in Unfälle verwickelt, bei denen es an Ausrüstungsgegenständen oder seiner Einzäunung verletzt wurde, wobei diejenigen, die sich für die Intelligenz des Objektes aussprechen, glauben, dass es diese Unfälle absichtlich herbeigeführt hat. Anhang: Dr. P. hat am 1900 beantragt, dass SCP-042 zu Bioforschungsbereich 4 verlegt werden soll. Dieser Antrag wurde von O55 genehmigt. Dr. P. manipulierte die Transportdokumente so, dass SCP-042 per Flugzeug und nicht in einem bewaffneten Konvoi transportiert wurde. Während des Transits überwältigte Dr. P. den Piloten des Transportflugzeugs, übernahm das Steuer und brachte das Flugzeug in einen Sturzflug. Passagiere und Fracht erlebten fast eine Minute Schwerelosigkeit, bevor das Sicherheitspersonal wieder die Kontrolle über das Flugzeug erlangte und es sich wieder stabilisierte. Dr. P. wurde gefesselt und das Flugzeug gelandet. SCP-042 brach aus der Verwahrung aus und trampelte zwei Sicherheitskräfte zu Tode.
Die Aufnahmen der Sicherheitskameras im Frachtbereich zeigen, dass sich SCP-042 danach Dr. näherte und mit seiner Schnauze das Gesicht des Doktors berührte. Dr. zeigte daraufhin Anzeichen von Euphorie, solange dieser Kontakt bestand. Als zusätzliches Sicherheitspersonal SCP-042 mit Betäubungsfallen außer Gefecht setzte und der Kontakt zwischen den beiden unterbrochen wurde, verfiel er in einen katatonischen Zustand, aus dem er sich nicht mehr erholte. Nach einer Anhörung über seine Taten wurde Dr. vom medizinischen Personal der Foundation am 1900 euthanasiert.